Aloha, ich grüße euch. Ich habe heute für euch eine Kooperation mit Cocorosa. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, alle Stanzen und da ist auch ein Rabattcode für euch. Müsst ihr mal schauen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Stanzen und teilweise habe ich, ich habe die alle schon durchgekurbelt und teilweise auch schon was mitgemacht. Das zeige ich euch natürlich auch. So, hier sind einmal, ist der ganze Haufen an Stanzen. Da haben wir einmal diese hier. Und zwar, die habe ich einmal durchgekurbelt. Das ist hier so ein, wie so eine Laterne, ne? Wie so ein Deko-Ding. Hier oben sind noch sind Löcher. Da könnte ich jetzt einen Faden durch und dann irgendwo dranhängen. Schön als Deko-Teil. Ich kann es mir kürzen für irgendwas. Finde ich total witzig. Ne? Auch mal irgendwie an einen Ast zu hängen oder weihnachtlich das zu machen. Dann vielleicht in dunkelrot oder in grün, schwarz, was dann passt. Aber ist ja total cool. Man muss aufpassen im Durchkurbeln. Ich hatte das erst mit dem 300 Gramm Papier gemacht. Und das hat nicht richtig gefunzt. Hätte ich vielleicht mehrmals durchkurbeln müssen. Das, ihr seht, das hängt hier ein bisschen zusammen. Aber mit dem normalen Cardstock, der nicht ganz so viel Grammatur hat, ging das wunderbar, ohne Probleme. Und das hier würde ich halt nochmal probieren, indem ich dann vielleicht 4-5 Mal hin und her kurbel. Dann funktioniert das bestimmt auch. Ich finde es total niedlich. Ne? Richtig cool. Um das mal an ein Geschenk zu hängen. Ne? Da sind ja auch der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Richtig cool. Und man kann natürlich hier die Herzchen, die sind ja hier oben drum, ne? Einmal so. Die kann man natürlich auch wieder zweckentfremden. Sowas mache ich ja generell auch gerne. So, dann diese tolle Stanze mit den Ästen und Gräsern. Finde ich auch richtig cool. Ich zeige es euch mal. Da habe ich jetzt noch nichts mit gemacht, sondern nur ausgestanzt. Das hier auch noch mal in grün. Wo sind die anderen hier? Es hängt. So, damit kann man ja auch richtig schön spielen, die schön zusammen machen in einen Halbkreis, in einen Kreis, ne? In allen möglichen Farben. Ich denke, das zeige ich euch aber später auch mal noch, da werde ich noch mehr ausstanzen. Also lässt sich super ausstanzen, auch mit dem 300er Grammaturpapier. Richtig cool. Das ist die Stanze. So, einmal runter. So, dann, die ist so niedlich. Also ich fand die richtig cool. Guck mal, mit den Glühbirnen. Das ist richtig nett. Die habe ich einmal nur mit dem weißen Papier, 300 Gramm Papier von Action ausgestanzt. Und das sieht, was haben wir hier für ein Fussel? So, das sieht so aus. Finde ich auch richtig niedlich. Ich habe sie noch nicht auseinander gemacht. Wenn ihr seht, hier kann man die Sachen, ne? Man könnte das quasi zweimal ausstanzen. Also einmal hier dann so nutzen oder halt nochmal ausstanzen und vielleicht da ein Silber- oder ein Gold-Hintergrund oder Innenleben reinmachen. Das hier kann man alles rausdrücken, wie bei den anderen auch. Aber so finde ich es auch nett. Ne? Richtig cool, freue ich mich auch. Wird in meinem Bullet Journal landen. Aber vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Karte. Karte ist ja nicht so meins, wisst ihr ja. So, dann machen wir das hier mal. Das ist auch total niedlich. Und zwar das Schaukelpferd. Fand ich richtig niedlich. So kommt es
raus. Ja, und dann war ja das hier noch dabei. Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, ob das jetzt hier so durch muss. Was kriege ich gar nicht da durchgefummelt. Da müsste ich das knicken, dass das quasi hier wie so Steigbügel oder so. Ich versuche mal gerade zu fummeln. Wird es denn gehen? Dass man das ungefähr so macht. Aber hier ist ja auch noch so ein Nupsi. Also ich weiß nicht, wofür es jetzt genau ist. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ist. Da müsste ich nochmal nachgucken, nachlesen. Das weiß ich nicht. Aber mir gefällt das so auch schon richtig gut. Man könnte ja auch das unten abschneiden. Dann hat man so ein Pferd. Und das kann man richtig schön ja, verzieren, verkleiden. Ich finde es richtig mega, aber ich werde natürlich auch noch mehr damit ausstanzen und mal gucken, wofür dieses Teil hier ist. Wie gesagt, ad hoc hat mich da, naja, habe ich das nicht rausbekommen. So, dann die hier. Ich stehe ja nicht auf Halloween. Ne? Wer mich verfolgt, weiß das, aber da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich finde es richtig cool. Ne? Man hat einmal den Bär und einmal dieses Skelett. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Beeren. So, die könnte man natürlich auch einzeln nutzen. Das sind die Beeren. Und dann kommen hier diese kleinen Skelette. Sind die nicht niedlich? Also ich finde es mega. Na, und die könnte man natürlich dann hier auch layern. So drauf machen. Hier habe ich auch schon Beispiele. Ich mache die mal. Hier habe ich zum Beispiel das Leopardenmuster mit Gold gemacht. Die schubse ich mal gerade hier runter, die noch nicht fertig sind. Und zeige euch meine fertig geklebten. So. Also ich finde es mega, gerade wer auf Halloween steht. Aber ich fand es auch so einfach mega. Ne, richtig niedlich und man kann es natürlich auch wieder einzeln verwenden, ist ja auch cool und dann halt die Bärenstanze extra. Ja, hat mir richtig gut gefallen, richtig toll. So, dann habe ich die Stanze, die ist dreiteilig. Einmal haben wir das hier, ich hoffe, das kann man gut sehen. Dann kommt das hierzu und das Pferd. Man hat hier unten Löcher, das heißt, man kann sich das binden, kann ein Album daraus machen, ne, quasi als Karussell oder könnte auch ein Zirkuszelt sein. Ich habe daraus eine Shaker-Card gemacht. So, so sieht das aus. Hier sind die Shaker-Elemente drin. Ich habe mir das unten abgeschnitten. Weil ich wollte halt nur ein Shaker-Element. Ich habe mir das Ganze 8-mal ausgestanzt. Ich habe zwar auch Foam-Tape, aber ich dachte, jetzt mache ich das mal nach der herkömmlichen Methode. Nicht jeder hat so dickes Foam-Tape und daher 8-mal ausgestanzt, aufeinander geklebt. Hier ist Tüll drauf. Ja, und da habe ich ein Pferdchen hingemacht. Ich könnte mir noch ein Pferd ausstanzen, noch hier eins hin. Auch Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier rappeln, dann seht ihr nämlich nichts. So seht ihr was das besser. Ich mache mal so, damit ihr die Shaker-Sachen seht. Aber niedlich, richtig süß. Also es gefällt mir total gut. Wird auf jeden Fall auch auf einer Memory-Dex-Karte landen. Ich hoffe, das ist auch von der Größe her, also sonst mache ich sie eben ein bisschen kleiner. Ne? Das ist ja auch wieder, habe ich ja Spielraum. Das ist ja total egal. Ja, das waren meine Stanzen von Coco Rosa. Ich verlinke euch alle Stanzen unten. Ich werde jetzt nochmal die hier ausstanzen, also die Glühbirnen und die Gräser. Werde ich auch nochmal ausstanzen und euch zeigen. Und ich werde nochmal auf der Homepage gucken, wofür dieser Stab hier ist, von dem Schaukelpferd.
und bin dann sofort wieder für euch da. So, ich habe die Gräser nochmal ausgestanzt. Und zwar habe ich mir das hier abgebrochen von dem großen Set und das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal ausgestanzt. Und da kann man schön so einen Kreis machen. Okay, muss man natürlich ein bisschen anders legen. Und vielleicht kann man auch hier die Stängel abschneiden. Ich habe es ja jetzt nur mal als Beispiel, so wie ich mir das gedacht habe, wie ich es nutzen werde wahrscheinlich. Und dann auch nochmal das Gras ausgestanzt, wenn es denn möchte. Ne, da kann man sich ja auch eine ganz tolle Graslandschaft auch mitmachen, mehrmals ausstanzen, dann immer so ein bisschen nebeneinander und layern. Und dann war ja das hier, das war ja, wo ich den Kreis gerade mitgemacht habe. Und hier das Kleine. So, also ich finde die richtig cool, werde ich das ein oder andere mitgestalten. So, dann habe ich die Glühbirnen nochmal ausgestanzt in Glitterpapier, mit Glitterpapier, aber das ist ja ein bisschen störrig, wie ihr wisst, deswegen kriege ich das jetzt so unfallfrei auch nicht da raus, aber ich finde, man kann die auch so nutzen, ne? Also ich finde die richtig witzig, cool und hier nochmal das Weiße, man kann das halt rausmachen, aber dafür hätte ich es nochmal durchkurbeln müssen. Und kann es dann so lassen, dass man nur quasi außen die Umrandung hat. Oder man macht sich dann zum Beispiel hier das Goldene da rein. Auch Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Richtig cool. Freue ich mich auch drauf. Ja, und dieses kleine Scheißerchen hier, ich habe es rausgefunden. Und zwar stanzt man das doppelt aus und macht das dann hier so durch. Muss man knicken, ist aber nicht schlimm, weil man muss das da dran drücken und dann hat man quasi, ist das so, und man hat richtig ein Schaukelpferd. Das könnte man zum Beispiel für Explosionsboxen nehmen, dass man in die Mitte das Schaukelpferd macht, was auch wirklich also 3D-mäßig aussieht. Werde ich wahrscheinlich so nicht nutzen, ich werde es so nutzen und werde mir hier dann was vormachen und hier quasi auch noch einen Sattel zu bauen. Das ist so meins. Und so kann man ja mit allen Sachen da umgehen, wie man möchte, zweckentfremden oder. Gerade hat das Pferd hier so. Ja, Favorit ist natürlich das, obwohl eigentlich gefällt mir alles doch. Also mir gefällt das Gras, mir gefällt der Skelett-Teddy, das Pferd, hier diese Laterne, ne, wo man auch viele, viele Sachen mitmachen kann und für vieles, vieles einsetzbar. Und die Glühbirnen natürlich auch. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten in der Infobox sind alle Sachen verlinkt, da gibt es einen Rabattcode für euch. Schaut mal rein. Ja, vielleicht findet ihr was. Ich bin begeistert, finde ich richtig cool, richtig nette Sachen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Tschüss!